Ja, meine Leute, willkommen zu World of Dust Gaming, eurem Channel für den freshesten Arena of Valor Content. Ich wollte mal wieder einen Mage spielen, den ich schon seit einer Weile nicht angepackt habe und habe dann gesehen, von Iggy gibt es nur englische Videos bisher und da auch nur zwei und ja, den sieht man so selten, den guten. Und von daher dachte ich, gehen wir doch heute mal eine Runde mit Iggy aufs Feld. Iggy ist ein klassischer Burst-Mage, der sehr viel Schaden austeilen kann, insbesondere durch die besondere Mechanik, dass er kein Mana nutzt, sondern das über so eine Art Fähigkeitsbalken oder so einen Statusbalken macht. Und von daher haben wir hier jetzt erstmal equipmentseitig natürlich alles auf Schaden gepackt, weil wir wollen so viel Schaden wie möglich machen. Flashy Boots, damit wir schneller unsere Fähigkeiten nutzen können. Barrier's Agony, weil wir doch relativ nah dran stehen, sodass wir auch noch ein bisschen Armor bekommen. Ich habe mich hier für Tome of the Reaper als Basis-Build entschieden, weil wir doch durchaus mal Heilung unterdrücken müssen. Wenn da natürlich kein Champion im Gegnerteam ist, der eine besondere Heilungsfähigkeit aufweist, dann kann man das auch gut gegen was anderes ersetzen. Zum Beispiel Frosty's Revenge oder Holy of Holies bietet sich da an. Das Diadem ist auf jedem Magier ein absolutes Staple-Item. 35% mehr AP-Schaden ist einfach nicht etwas, was man ignorieren kann mit der passiven Staff of Null, um so ein bisschen durch die Magic Resistance der Gegner dann auch durchzuschredden. Und Boomstick habe ich hier als letztes Item drin, weil es einfach nochmal zusätzlichen AOE-Schaden macht, also Area of Effect, alles, was um die Spells drumherum passiert. Enchantments, weil er so eine starke Ult hat, ist hier das erste Sacred Beat, um die Ult, den Ult-Cooldown nochmal ein bisschen zu verkürzen. Dann hier zusätzlicher Magic Penetration und mit Holy Thunder auch nochmal zusätzlichen Schaden. Ansonsten habe ich Talent verkürzt und auch mal probiert, wie Minion Kill so ist, weil der Wave Clear gerade am Anfang nicht ganz so krass ist. Mal schauen, wie das so läuft. Bisschen rumprobieren muss ja auch sein. Und in den Arcana hier 10x Violate für Ability Power und Magic Penetration. Relativer Standard. Dann hier Benevolence, um ein bisschen mehr Leben zu bekommen. Da gehen wir weg vom Life Gain über das, was wir sonst spielen. Und im letzten haben wir dann Flurry noch dabei für zusätzliche Magic Penetration, um da nicht auf Cooldown zu setzen mit Hex, sondern hier eben Flurry für zusätzliches Magic Penetration Potenzial. Das ist das Bild. Dazu gibt es natürlich Flicker als Talent, weil Iggy hat keine besonderen Fähigkeiten, um irgendwie wegzukommen. Er kann nicht dashen, er kann nicht wegspringen. Er hat auch keinen richtigen Slow. Er kann nur was ein bisschen wegschieben mit der S2, aber das ist auch sehr Short Range. Also wenn der Gegner da irgendwie noch einen Dash hat, dann ist er doch wieder an euch dran, wenn ihr diese Fähigkeit genutzt habt. Von daher Flicker absolutes Must-Have. Und ich würde sagen, wir schauen dann auch direkt rein ins Gameplay. Von daher, wenn ihr diesen Kanal gerade erst gefunden habt, abonniert doch gerne. Alle 2 Tage gibt es ein neues Video. Und ansonsten freue ich mich natürlich über eure Likes und Kommentare unter diesem Video. Es hilft. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch mit dem heutigen Video, was schon wieder so lang ist, viel Spaß. 20 Minuten sind es wieder. Meine Güte, muss man echt lernen, kürzer zu spielen. Aber da hängt halt auch immer so ein bisschen das Team mit dran. Los geht's. So, da sind wir im Spiel, jetzt auch mit gestarteter Aufnahme. Ich habe gerade eben schon mal 10 Minuten des Videos gemacht, ohne die Aufnahme zu drücken. Von daher fange ich jetzt nochmal frisch an. Ja, scheiße. Egal, also wir legen los und schauen mal ganz kurz auf unsere Team Composition und auch die Team Composition der Gegner. Und was schon mal auffällt, ist, dass wir so eine Doppel-Tank-Mix-Aufstellung haben. Also wir haben beide Tanks im Team, sowohl die Gegner als auch wir. Wir haben Arduin und Malok und die Gegner haben Grug und Arthur. Also so eine Warrior-Mage-Hybrid-Tank-Aufstellung. Deswegen bin ich schon mal ganz froh, dass ich hier über die Arcana auch schon mal MR automatisch baue, also MR Reduction und natürlich auch den Staff of Null dann später bekomme, den ich vielleicht sogar etwas früher hätte bauen sollen. Weiß ich gar nicht. Werden wir gleich mal drauf gucken. Soweit war ich jetzt eben im ersten Teil des Videos noch nicht. Also wir haben auf jeden Fall Arthur auf der Gegnerseite, ein guter Solo-Laner, hier ganz komische Aktion von Wukong, warum geht er da so hart rein und auch so detected, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also wir haben auf jeden Fall Arthur auf der Solo-Lane gegen Malok. Da sehe ich das Matchup eigentlich für unseren Malok, weil er im Endeffekt den Poke spielen kann mit S1 und S2, beziehungsweise S2 auf die Minions, S1 hinterher und dann immer schön poken, bis Arthur halt irgendwann mal die Luft ausgeht. Beide nutzen keinen Mana, von daher gibt es da auch keinen Engpass irgendwann. Wir haben dann mich auf der Mitte,
Das ist gegen Telanas jetzt nicht das leichteste Matchup, einfach weil sie halt die bessere Range hat, viel bessere Range und auch direkt von Anfang an mehr Schaden macht. Plus dann auch noch einen Stun und einen Slow über ihre Fähigkeiten. Also das ist schon super eklig, weil ich da wenig gegen machen kann. Ich bin aber halt für die Teamfights gut geeignet, weil ich viel Flächenschaden auch mitbringe und vor allem eben nicht diese Mana-Fähigkeiten habe, sodass mir halt auch nicht wirklich die Luft ausgeht. Wobei man mit diesem Iggy-Ding ein bisschen, man muss ein bisschen kalkulieren. Also zu viel auf die Wave zu ballern, ist dann halt oft so, dass man dann, wenn ein Teamfight plötzlich aus der Hecke springt, man nicht mehr die Energie hat, um dann fünf Schüsse da auch durchzuschießen. Also da muss man so ein bisschen Gespür dafür haben und entwickeln. Das habe ich jetzt noch nicht so hundertprozentig in dem Match, habe ich auf jeden Fall gerade gemerkt. Wir haben Wukong im Dschungel bei uns. Der hat jetzt gerade eben schon sich nicht von der besten Seite gezeigt, aber ist durchaus ein starker Jungler mittlerweile. Auf der Gegnerseite Butterfly, die natürlich in dieses Doppel-Tank-Matchup mit Grug und Arthur gut reinspielt. Ne? Wenn die quasi die Front machen, dann kann sie als Backline gut hinterher jumpen oder als Midline und dafür ordentlich Schaden sorgen. Und die kann man auch durchaus etwas tankier bauen. Wird auch gerne mit Leviathan gespielt auf der Dschungelposition. Und dann haben wir noch unten im Endeffekt, wir haben Arduin und Valheim, auch wenn der Arduin eher einen Roaming-Support spielt als einen klassischen Support, der auf der Lane stickt. Und auf der Gegnerseite haben wir dann Valheim und Grug. Also da kommt es jetzt so ein bisschen, ah, das ist halt einfach zu wenig Schaden leider. Da kommt es jetzt so ein bisschen auf den Valheim an. Wie lange lässt er sich da irgendwie ja, aushalten, beziehungsweise wie lange hält er gegen die beiden dann durch, wenn Grug dann auch mal was trifft. Insgesamt würde ich aber sagen, im Early sind die Gegner stärker, weil ich glaube, Butterfly besser scaled als Wukong. Der braucht schon ein paar Items, um dann auch seinen Crit-Schaden voll zu entfalten. Insbesondere ein Paladin-Schwert ist da schon eine wichtige Geschichte. Plus auch so ein bisschen Attack-Damage und vielleicht auch noch eine Omni-Waffen. Da ist Butterfly, glaube ich, um einiges schneller im Game, aber langfristig, wenn dann auch Marok stärker wird und der auch noch tankier wird durch Items, sollten wir im Late Game eigentlich die Nase vorn haben. Also, wir werden sehen, wie das läuft. Ist ja auch eine Zeit, die dieses Spiel brauchen wird, aber insgesamt wäre das jetzt so mein Verdict gewesen. Wir kämpfen uns jetzt hier auf jeden Fall killtechnisch auch so ein bisschen jetzt wieder nach vorne. Das hat am Anfang eher so zugunsten der Gegner ausgesehen mit erst 1-3 und dann 3-6. Aber wir sind jetzt hier doch wieder mit dabei und ich darf halt nicht zu nah an die Telanas kommen, weil wenn sie dann mal eine Combo runterspielt und vielleicht auch noch Flicker hat, dann habe ich nur noch Flicker, um auszuweichen. Plus ganz kurz ein Speed-Up mit der S2. Also ja, ich habe eine Ausweichfähigkeit und werde ein bisschen schneller, aber wenn da halt ein Dash vom Gegner kommt, dann ist so eine Speed-Up-Fähigkeit halt auch nicht mehr so viel wert und eine Butterfly-Jump mir da halt einfach in den Rücken, während ich versuche abzuhauen. Also da muss ich schon aufpassen. Jetzt werden wir hier unten abgefarmt. Ich weiß nicht so richtig, was da abgeht. Kriegen aber jetzt hier zusammen den Mid-Tower, lassen dafür aber den Tower auf der Bottom-Lane droppen. Und Arduin ist schon relativ stark auf die Mitte fokussiert gerade und roamt sehr viel hin und her. Ich weiß manchmal nicht, ob das wirklich der smarte Move ist, gerade wenn es dann eine Möglichkeit für einen Valheim und einen Grug gibt, da in Führung zu kommen und vielleicht auch durchaus mehr als nur den einen Tower zu pushen. Aber ist natürlich im klassischen Sinne, auch in den höheren Elos, gibt es natürlich nicht mehr den Support, der einfach auf der Lane bleibt. Dafür sind die Wege einfach kurz genug bei Arena of Valor. Letztens auch eine Diskussion bei Reddit verfolgt, wo so die Frage war, ob es jetzt wirklich so einen guten Mage-Support gibt, der auch irgendwie helfen kann, weil jetzt gerade auch ja durchaus Warrior in die Meta gekommen sind vor einer Weile, mit einem Rykthor, der als Support gespielt wird, mit einer Wonder Woman, die als Support gespielt wird, mit dem Tahchi, der als Support gespielt wird. Also eher so klassische Hybrid-Monster. Und ja, das ist auf jeden Fall was bei League of Legends und anderen MOBAs halt anders aussieht, weil die Wege hier sind einfach viel, viel kürzer. Man kann viel schneller von einer Lane auf eine angrenzende Lane switchen, ohne da irgendwie in die Bredouille zu kommen. So, jetzt hole ich mir auch endlich mal einen Kill ab. Also nach 4 Assists war es dann mal auch an der Zeit, sich hier einen Kill einzuschenken. Telenas geht jetzt hier auf die Midlane. Da auch wieder, alle sind super kill-greedy. Jeder geht drauf, wie es gerade nur irgendwie passt. Ich glaube, Arduin hat nicht das Support-Item gebaut, was die
Grug-Ult abbricht, das ist natürlich das absolute A und O. Also Cleansing ist das wichtigste Item, das du haben möchtest. Und wie man hier schön sieht, die Gegner spielen das Spiel über die Seiten und verziehen hier auch. Also die spielen das Spiel in die Breite und wir sind sehr stark auf die Mitte fokussiert, laufen auch immer so ein bisschen als Lemming Train durch die Gegend. Und dadurch haben die Gegner jetzt auf jeden Fall schon geschafft, die Tower auf der Bottom Lane zumindest mal einzunehmen, aber auf der Top Lane direkt schon mal zwei Tower zu nehmen. Also das Tower Game bei den Gegnern sieht momentan um einiges fokussierter aus als bei uns. Und jetzt sind sie wieder zu dritt auf der Midlane. Wir sind hier unten am Drachen beschäftigt. Und jetzt werden wir mal sehen. Vier Gegner. Shutdown auf Valheim. Wir kriegen Abyssal Dragon jetzt hier raus. Und jetzt stirbt auch noch Arduin. Also das war denkbar schlechtes Matchup. Und was ich jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht. Also das war auch sehr, sehr schlecht gespielt. Anstatt mich weiter hinter den Tower zu stellen und einfach nur die Minions abzufarmen, weil von denen einfach die größte Bedrohung ausgeht, stelle ich mich hier relativ zentral und lasse mich von der Tel'Anas hier einfach abfarmen. Also genau das, was ich vorher gesagt habe, mit ihrer Range kriegt sie mich einfach gut. Passiert jetzt gerade und jetzt hat natürlich Madoc auch nicht mehr das entsprechende Backup, um den Tower hier zu defenden. Wukong kommt jetzt in den Kampf, beziehungsweise zieht jetzt erst nach oben. Also da auch unverhältnismäßig spät. Jumpt jetzt hier rein. Jetzt gibt es immer noch einen Kill auf Grug. Dafür wird aber unsere Wukong rausgenommen. Ganz, ganz logischerweise. So, und jetzt hier einmal Retaliation auf die Tel'Anas. Leider reicht hier jetzt mein Schaden auch wieder nicht aus, um mir hier was einzuschenken. Schade. Das gibt einfach nur Assists. Und jetzt gehen wir hier auf jeden Fall mal runter. Finden hier eine Butterfly, die jetzt hier rauskommt. Einmal noch kurz die Ult, die wirklich wenig Schaden auch macht und Valheim geht jetzt hier unten auf den Tower und da hätten wir jetzt eigentlich schon umdrehen müssen, um den Tower zu nehmen, aber immerhin kommt Wukong mit dazu und jetzt passiert das, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich halt meine Stacks auf die wenn ich meine Stacks auf die Minions mache, dann habe ich die Stacks halt nachher nicht mehr, wenn es dann hier auch drauf ankommt und jetzt stehe ich wieder zu exponiert, um rauszukommen. Habe jetzt auch meine S2 schon verwendet, die hätte ich jetzt gebraucht. Ja, und gegen eine Full Life Tel'Anas und gegen Full Life Grug mache ich jetzt wirklich gar nichts und wir verzetteln uns gerade ziemlich. Also Tower Game, wie gesagt, läuft bei uns sehr, sehr schlecht. Jetzt stehen eigentlich nur noch drei Tower, wie man sieht. Also der untere Tower auf der Bottom Lane ist so niedrig angesetzt, dass ich den gar nicht mehr mit dazu zähle. Und wir haben eigentlich alle Sachen zusammen. Wir müssten es nur mal gewinnbringend einsetzen. Aber es ist halt wieder eine Frage der Kommunikation. Es ist immer eine Frage der Teamkommunikation und des Fokuses. Es wird wirklich die Spiele, ja, natürlich sind die jetzt auf dem Dark Slayer. Logischerweise. Ja, und jetzt geht hier Madoc mal mit rein. Slayer wird aber defeated. Jetzt mal schauen, ob wir da noch hinterherkommen. Jetzt wird Madoc getötet. Arduin geht rein. Also auch hier wirklich alles andere als günstig. Jetzt stirbt hier der Nächste. Ich krieg endlich mal einen Kill hin. So, jetzt kommt der Dark Slayer. Ich komme jetzt hier noch irgendwie raus, aber es war wirklich schon wieder echt richtig, richtig armselig gespielt von meinem Team insgesamt. Es gibt entweder kein Commitment oder so ein halbherziges, aber wenn, dann halt gar nicht voll. Und jetzt komme ich auf jeden Fall hier noch irgendwie weg, aber halt irgendwie auch nicht genug. Die Range von Tel'Anas, das ist halt einfach brutal. Mein Positioning ist auch fragwürdig, das an der Stelle natürlich auch mal dazu gesagt. Und wir haben eine 11-2 Tel'Anas, also da muss man sich jetzt auch nicht wundern. Ja, und jetzt gibt es hier schon wieder so eine: Ich hüpf dahin, du hüpfst dahin, wir gehen alle hinterher, aber auch wieder nicht so richtig. Es ist sehr unkoordiniert. 2-4 Malok führt auch gerade unseren Gold an, also auch da gibt es jetzt hier einen Tower. So, jetzt, hier würde ein Flicker schon reichen, dann wäre der Geschichte. So, Malok müsste jetzt eigentlich ohne große Probleme Valheim rausbekommen. Das passiert auch. So, schöner Teamfight jetzt hier, ausnahmsweise mal. Da kommt jetzt Valheim mit rein, Grug kommt mit rein. Ich krieg nochmal eine Ult raus. Aber Tel'Anas ist halt einfach Level 13, hat 12 Kills gerade aktuell auch. Und
Die zieht uns hier regelmäßig aus und ihre Ult trifft dann halt auch mehrere Targets. Das ist halt nicht nur Single-Target-Approach. So, und anstatt jetzt hier vorne rumzuhängen, kann jetzt nur die Devise lauten, sich aufzusplitten und was anderes zu machen, als jetzt hier irgendwie einen Poke zu probieren. Ich kriege jetzt endlich das Diadem für den Damage-Boost, den ich brauche. Aufgrund verschiedener Heilutensilien habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich jetzt hier eben den Dingerich trotzdem eingebe, also trotzdem Tomb of the Reaper mache. Und ja, jetzt. Wir schenken uns da wirklich nichts, aber ich bin froh, dass die Gegner auch teilweise echt kopflos spielen. Gerade in den Teamfight-Situationen auch nicht das volle Potenzial des Teambuilds ausschöpfen, sodass wir hier wirklich die Möglichkeit haben, auch ab und zu mal noch einen Stich zu machen. Jetzt gibt es hier einen sehr guten Crowd-Control-Moment von Arduin. Ich kriege jetzt auch nochmal einen Kill raus. Werd jetzt hier gehookt und bin tot, ja. Also der Hook, der war jetzt natürlich wieder unvorteilhaft für mich. Aber jetzt hier unsere zwei Tanks. Bam, bam. Sehr schön. Gut ultimiert. Da hätte jetzt auch nicht auch die S2 erst kommen sollen, bevor die S1 kommt. Also immer S2, S1 auf Murloc, wenn die Möglichkeit besteht. Aber er hat das Item einfach nicht gebaut. Ne? Er hat nicht das Item, was die Grux-Ult unterbricht. So, und das ist natürlich jetzt ein Geschenk. Also, dass sich die Tel'Anas jetzt hier von Wukong so abfarmen lässt, das muss bestraft werden. Auch hier, wir müssen zurück. Es bringt nichts, dass wir da vorne rumstehen und uns einmal den Tower anschauen, weil wozu? Das bringt uns nicht weiter. Entweder voll durchforcen oder jetzt eins der Objectives nehmen und wir haben halt auch jetzt wenig Minion Pressure. Ne? Da ist jetzt eine Minion Wave, die läuft rein, die wird jetzt gerade im Teamfight zerrieben. So, und jetzt, sowas sind natürlich Situationen, die sind mit Iggy wunderschön. So. Jetzt gibt es hier einen Triple Kill von Murloc. Also, das war auf jeden Fall jetzt mal sauber gespielt. Schöne Runde. Und anstatt sich jetzt hier zu verlagern, muss jetzt die Devise lauten, direkt auf den Tower zu gehen, Tel'Anas hier raus zu zonen. Aber das machen wir natürlich nicht. So, jetzt kommt hier der Zone von Arduin. Den hätte ich etwas früher gebraucht. Jetzt sage ich, wie es ist. Und wir haben halt keine Minions. Ne? Also, wir haben keine Pressure durch Minions. Immerhin jetzt doch schon eine gute Aktion von unserem Team, dass wir da oben auf den Tower gegangen sind und zumindest mal den Top Tower rausbekommen, weil jetzt haben wir auf jeden Fall Super Minion Pressure auf einem der Tower. Und ja, Tel'Anas sieht das natürlich auch, dass jetzt hier eine Farmmöglichkeit kommt und hier auch Gegner da sind und der Clearspeed ist halt irre. Ne? Also sie ist ein voll ausgebauter AD-Carry. Da machen ihr natürlich drei Minions nichts. So, und da jetzt weiter drauf zu gehen, bringt auch nichts. Wir müssen uns jetzt neu ordnen, neu fokussieren und ein neues Ziel ausrufen. Der Dark Slayer ist in 9 Sekunden ab. Auch das wäre ein gutes Ziel, um da jetzt drauf zu gehen. Wukong müsste jetzt mal mitkommen. Den bräuchten wir eh viel häufiger, dass der dann, wenn der Teamfight kommt und unsere zwei Tanks engagen, dass der dann quasi direkt einmal so eine Tel'Anas bricht. So, das hat er jetzt gut gemacht, dass er da an der Seite reingegangen ist und sich den Wernhahn rausgenommen hat. Definitiv die richtige Wahl. Und jetzt haben wir hier auch nicht mehr die beiden Threads am Start. Also ja, eine Butterfly ist natürlich immer noch ein Thread. Aber die Jungs, die jetzt noch stehen, sind jetzt nicht mehr das große Problem. So, jetzt hier nochmal einen schönen Double Kill für Murloc. Also der zieht jetzt richtig durch. Das gefällt mir sehr gut, wie er das macht. Immer wieder rumlaufen, immer wieder sich anbieten, immer wieder rein, immer wieder die Glaive abfeuern und jetzt müssen wir den Tower nehmen. Da gibt es gar kein anderes To-Do. Der Tower muss jetzt genommen werden, da muss der Fokus drauf erfolgen und jetzt hier, ja, ich mache einfach zu wenig Schaden. So, jetzt hier Valheim nochmal rausgenommen, also hier nochmal schön von Murloc genau richtig gespielt. Tel'Anas ist jetzt wieder am Start. Auf die muss jetzt der Fokus sitzen. Und jetzt nimmt die mich natürlich raus. Murloc ist jetzt auch schon zu low. Wir stehen schon viel zu lange da im Zielkreis drin, als dass wir da jetzt noch weiter durchhalten können. Arduin kommt noch raus über die Ult, aber das ist alles schon ein bisschen zu spät. Da fehlt uns einfach das Skalpell in Form von Wukong, der hier nochmal die Tel'Anas dann auch nimmt.
Hätte er vielleicht sogar machen können. Ich weiß nicht, wo er gerade war, aber ja, 33 zu 32. 16 Assists habe ich mittlerweile auch. Also ich bin echt immer in der zweiten Reihe relativ gut unterwegs. So viele Kills, wie Talanas gemacht hat, habe ich jetzt auch Assists. Und jetzt, im Endeffekt ist es jetzt ein Teamfight. Ja, also alles, was jetzt die ganze Zeit hin und her gegangen ist, ist im Endeffekt jetzt dieser eine Teamfight, der das Spiel jetzt auch entscheiden wird. Und den müssen wir jetzt halt auch dann sauber spielen, damit das Ganze irgendwie läuft. So, und jetzt haben wir hier natürlich die unschöne Situation. Die Gegner gehen mal wieder auf den Dark Slayer und ein einzelner Arduin kann da vor allem so früh überhaupt nichts machen. Viel zu früh reingegangen. Da kannst du probieren, den zu stealen. Aber nicht so. Ja, also. Jetzt haben die Gegner Slayer. Das ist natürlich super ungünstig. Tellanas nimmt Wukong raus. Dafür kriegt er den letzten Tower. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war gut. Und ja. Sorry, aber das war gesehen, das war klar und das war jetzt auch doof. Also. Er ist einer der Hauptdamage-Dealer seines Teams, dass der sich jetzt hier rausnehmen lässt, ist auf jeden Fall wirklich ungünstig. Arduin bei uns kommt jetzt in 3 Sekunden auch zurück, dann haben wir nochmal einen zusätzlichen Body, mit dem wir einfach blocken können. Und ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, knallhart hier den Schaden durchzubringen. 1600 Schaden jetzt erstmal, jetzt haben wir die zweite Ult. So, und jetzt kommt dieser Teamfight, den wir gebraucht haben. Tellanas wird rausgeballert. Ich habe genug Kraft, um jetzt mit der Ult zumindest mal vorzulegen. Die Assists klettern jetzt schon auch auf muntere 19. Ich stehe mittendrin im Geschehen. Es ist mir auch einfach alles scheißegal. Ich habe ja Benevolence, um so ein bisschen mehr Leben zu bekommen. Und sowohl Arthur als auch Grug machen hier keinen Stich mehr. So, und jetzt ist das komplette gegnerische Team raus. Wir stehen noch mit 4 Leuten. Also, das war dieser eine Teamfight, von dem ich gerade sprach. Den gibt es immer. Diesen Teamfight gibt es immer. Es gibt immer diesen einen Teamfight, der das Spiel entscheidet, weil irgendein Team totale Grütze spielt. Und das war der Teamfight, wie wir ihn die ganze Zeit hätten spielen können, aber es nicht gemacht haben. Also wir wären wahrscheinlich schon locker 5 Minuten früher durch gewesen, hätten wir mal alles irgendwie auf eine Karte gesetzt und die Teamfights auch wirklich gut durchgeballert. So, jetzt hier noch ein Ace sogar rausbekommen. Also das hat mich gefreut, dass der letzte Kill dann noch auf meine Feder oder auf meine, wie sagt man, auf mein Konto ging. Aber ja, wir sind natürlich viel hinterhergelaufen, einfach weil der Schaden auch von anderen gekommen ist und wir dann nicht den Abschluss gefunden haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war es trotzdem eine saubere Leistung. War auch ein Rank-Match, also jetzt hier Platin 5. 190.000 Schaden gemacht und 9-3, also hier drittbester jetzt gewesen. Ja, Wukong und Werlein waren weit hinten abgeschlagen und wir haben 30,8% des Schadens gemacht, also hier sogar Meister-Team-Damage. Noch vor Malok und mit 64% Participation auch den zweitmeisten Participate bekommen. Also von daher, ich war voll zufrieden. Ihr habt Iggy mal wieder gesehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken und ja, lasst doch mal gerne ein Like oder einen Kommentar. Von daher, schönen Abend noch und bis dann. Ciao, ciao.